Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich heiße Felix und im heutigen Video möchte ich euch das Kronos Staker Projekt vorstellen. Es ist mal wieder ein High Yield Projekt, bei dem ihr extrem hohe Renditen auf euer eingesetztes Kapital verdienen könnt, womit natürlich auch wieder ein sehr, sehr hohes Risiko einhergeht. Wie ihr diese Projekte schon von meinem Kanal kennt, gibt es hier wieder verschiedene Pläne. Der einzige Unterschied ist diesmal, dass dieses Projekt nicht auf der Avalanche oder der Binance Smart Chain läuft, sondern dieses Mal auf der Kronos Chain und ihr dementsprechend den Crow Token hier investiert. Es ist aufgebaut wieder in 6 verschiedene Pläne. Bei den oberen 3 Plänen, bei Plan 1, 2 und 3, unterscheiden wir hier einmal die Laufzeiten, die sich bei 14, 21 und 28 Tagen befinden und dementsprechend auch unterschiedlich hohe tägliche Rewards auszahlen. Hier oben bei diesen 3 Plänen könnt ihr zu jeder Zeit eure Rewards auszahlen. Das ist in dem Sinne die sicherere Variante, je nachdem, was man bei dieser Projektform eben als sicher bezeichnen kann. Bei den unteren 3 Plänen, Plan 4, 5 und 6, haben wir auch wieder die unterschiedlichen Tagesfristen von 14, 21 und 28 Tagen. Hier muss euch bewusst sein, dass ihr erst am Ende der Laufzeit euer gesamtes Kapital, das ihr erwirtschaftet habt, auszahlen könnt. Heißt, bei Plan 4 könnt ihr erst nach 14 Tagen, bei Plan 5 nach 21 Tagen und bei Plan 6 nach 28 Tagen auf eure verdienten Rewards zugreifen und diese von der Plattform auf eure MetaMask Wallet bzw. auf eure dementsprechende Wallet transferieren. Ich bin auch bereits schon in das Projekt investiert, habe hier 1528 Crow reingesteckt, was ungefähr einem Gegenwert von, lass mich nicht lügen, ungefähr 700 US-Dollar entspricht. Hier unten kann man dann quasi seinen Deposit sehen und was man am Ende herausbekommen wird. In meinem Fall, ich bin in Plan 4 gegangen, also ich habe mein Kapital für 14 Tage gelockt, kann erst wieder in 14 Tagen darauf zugreifen, erhalte dafür aber ein Return of Invest von knapp 300%, was dann in einem von knapp 1500 Crow entsprechen würde. Auszahlen kann ich mir das Ganze am 26. März dann. Das Projekt hat auch wieder eine Twitter- und eine Telegram-Seite. Auf der Twitter-Seite sind derzeit 250 Follower. Da das Projekt erst heute gestartet ist, ist es natürlich noch eine sehr geringe Menge. Das wird sich in Zukunft wahrscheinlich noch steigern. Der Telegram-Kanal hat noch wesentlich weniger. Dann auch einmal die Contract-Adresse. Hier seht ihr auch, ich habe das Ganze jetzt nochmal aktualisiert und ihr seht hier, dass hier noch minütlich Einzahlungen hereinkommen, da das Projekt eben, wie gesagt, erst 8 Stunden alt ist. Ist hier die Chance auch noch sehr groß, hier große Profite mitzunehmen. Das ist natürlich an dieser Stelle keine Finanzberatung, nur meine eigene Recherche und meine eigene Meinung. Ihr solltet bei dieser Art von Projekten natürlich immer nur Geld investieren, auf das ihr nicht zum Leben angewiesen seid und wenn es weg ist, dass es euch nicht dermaßen wehtut. Das Audit ist leider noch nicht verfügbar, sonst hätte ich euch das in diesem Video jetzt auch noch gezeigt. Das sollte aber in den nächsten Tagen bzw. Stunden abgeschlossen sein. Jetzt für euch noch wichtig, wie könnt ihr in das Ganze investieren? Und zwar müsst ihr eure Crow-Token auf die MetaMask bzw. auf eure dementsprechende Wallet aufladen. Gebt dann hier die Menge ein, die ihr einzahlen wollt. Geht dann auf Deposit und dann erhaltet ihr hier unten, ihr bestätigt das Ganze ganz normal auf eure Wallet und erhaltet dann hier unten eure Übersicht, wann eure Auszahlung fällig ist. Wenn ihr in die oberen 3 Pläne investiert, könnt ihr wie gesagt eure Rewards zu jeder Zeit auszahlen. Euer Anfangsinvestment allerdings nicht, das sollte euch bewusst sein. Und bei den unteren 3 Plänen, um es nochmal zu sagen, erst nach der genannten Tagesanzahl hier oben. Deswegen ist hier auch das Schloss als kleines Lock-Symbol, dass ihr euer Investment quasi nicht rausholen könnt. Also ihr gebt hier quasi eure Crow-Summe ein, geht auf Deposit und dann könnt ihr das hier unten einsehen. Das soll es auch schon wieder mit diesem Video gewesen sein. Ihr findet natürlich wie immer alle Links unten in der Videobeschreibung. Der Link zur Webseite wird natürlich wieder ein Referral-Link sein, nur dass euch das bewusst ist, falls ihr über diesen Link investiert, erhalte ich einen kleinen Anteil von eurer Investmentsumme zu meinem Staking-Anteil dazu. Falls ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, gerne damit in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch wie immer über ein Like freuen und dann sehen wir uns zur nächsten Projektvorstellung bzw. zum nächsten Video auf meinem Kanal wieder.